Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier bei Herzog Krutoi und unserem slawischen Mecklenburg. Und bevor wir weitermachen, will ich am Anfang gleich mal ein Wort verlieren zu unserer Religion, die hier Slowianska Pravda heißt. Also das ist der unreformierte slawische Glaube, dem wir anhängen. Ihr seht, wo der überall verbreitet ist. Und ja, was sind jetzt die Besonderheiten, die Eigenheiten, die Grundsätze unserer Religion? Schauen wir uns das mal genauer an. Die Glaubensgrundsätze ist einmal Gemeindeverflechtung. Unser Glaube und unsere Kultur sind untrennbar miteinander verbunden. Diese Praktik stärkt die Bande in unserer Gemeinschaft, schließt aber Fremde aus. Das heißt, wir können in unseren Grafschaften mit unserer Kultur schneller bekehren, ist eigentlich für uns kaum ein Thema, weil da, wo unsere Kultur ist, ist auch unser Glaube. Aber okay, vielleicht wird das nochmal relevant. Kulturförderungstempo in Grafschaft des Glaubens ist auch erhöht. Also in beide Richtungen funktioniert das. Also wir kriegen die Religion stärker verankert, da wo unsere Kultur ist, und wir kriegen die Kultur stärker verankert, da wo unser Glauben ist. Und in anderen... Okay, da fehlt irgendwas, ne? Schaut mal, hier ist ein Doppelpunkt und dahinter kommt nichts. Insofern wissen wir nicht, wie gut wir bekehren in Grafschaften anderer Kultur. Und alle unseres Glaubens haben eine +10-Meinung voneinander. So, dann feiern wir Ritualfeste. Die Verehrung des Göttlichen ist etwas, was mit unserer Gemeinde gefeiert und gepriesen werden muss. Indem wir große Feste organisieren, um das Göttliche zu feiern und zu preisen, werden wir alle zusammengeführt. Wenn wir, das ist auch nochmal interessant, wenn wir ein Festmahl ausrichten, erhöht das die Frömmigkeit, auch eine Möglichkeit, unsere Frömmigkeit hochzubekommen. Und Vasallen nehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit teil. Und wenn sie sich weigern, verlieren sie Frömmigkeit. Außerdem auch hier Meinung der Vasallen +5, Meinung der Höflinge. Also unser Glauben hilft uns, die Meinung hochzuhalten. Und geheiligte Natur haben wir. Erhöht die Gebäudebaukosten, erhöht allerdings auch die Volksmeinung. Das ist gut und wir erleiden weniger Zermürbung in Dschungeln, Wäldern und in der Taiga. Und vor allem, wir haben dort einen Kampfvorteil von +5. Und das addiert sich jetzt schon mit diesem Heimatkampfvorteil. Das heißt, wir sollten versuchen, wenn es zu Kämpfen kommt, die möglichst hier in den Wäldern zu führen. Von Zuarin, Parchim, Stralsund oder Greifswald oder Wolgast. Na, mal schauen, ob das sich so einrichten lässt. Was können wir noch zu unserer Religion sagen? Es gibt drei Sünden für uns. Eigenwillig, schüchtern und hinterlistig. Wenn man die hat, dann sinkt die Meinung der Slowianskischen allgemein -10 und die Frömmigkeit reduziert sich. Und unsere Tugenden sind Ehrlichkeit, Geselligkeit und Gerechtigkeit. Hat erstmal unser Herrscher nicht. So, unsere Hauptdoktrin ist, wir sind männlich dominiert. Das ist jetzt ein bisschen zu komplex, das jetzt alles zu erklären. Auf jeden Fall, wenn es weibliche Herrscher gibt, sind die nicht sehr angesehen. Wir sind fundamentalistisch, das heißt, Anhänger anderer Glauben haben einen Meinungsmanus von 200%. Das ist durchaus schon ein Problem. Das bedeutet auch, dass wir es schwer haben werden, außerhalb unserer Glaubensgruppe zu heiraten. Und es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, uns über Wasser zu halten. Ich denke da zum Beispiel an unseren Sohn. Ist es nicht vorstellbar, dass unser Sohn eine dänische Prinzessin zum Beispiel heiratet? Aber die ist schon Königin von Schweden. Okay, damit hat sich das schon erledigt. Gibt es hier noch irgendwie eine dänische Prinzessin? Die sind alle schon erwachsen. Wir bräuchten einen kleinen... Was, der hat 15 Kinder? Schaut mal, hier gibt es noch richtige Kinder. Sohn, 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 Sohn. Sohn, meine Güte, Tochter, 15. Schaut mal, was ist das denn? Die ist verlobt mit einem 47-Jährigen, alles klar, es ist schon zu spät. Ja, aber ich glaube, das wäre sowieso nicht gegangen. Wir gucken mal spaßenshalber so ein bisschen in der Umgebung rum, ob das denn eigentlich möglich wäre. Wir haben den polnischen König, Boleslaw II. Der hat noch gar keine Kinder. Wir können ja einfach mal schauen, was uns vorgeschlagen wird, wenn wir jetzt auf Ehepartner suchen. Und wir sehen tatsächlich nur Slowianskische. Ich glaube, es ist eingestellt Religion alle beim Suchfilter. Das heißt, theoretisch wäre auch mehr möglich. Ja, wie die listische, baltische wären möglich. Aber man sieht es hier, wir können nicht... hier sind irgendwo noch Orthodoxe.
Okay, aus bestimmten Gründen geht es da. Ich weiß gar nicht warum. Aber die würden offenbar mit minus 68 Meinung würden die mitmachen. Aber ansonsten sieht es schwierig aus. Insofern werden wir nicht durch Heirat unseres Erben jetzt in ein christliches Haus uns irgendwie absichern können. Das müssen wir einfach mal festhalten. Gut, dann sind wir, also das ist fundamentalistisch. Grafschaft mit anderen Glauben treten sehr viel wahrscheinlicher Fraktionen bei. Das heißt, wenn wir jetzt andere Grafschaften erobern, die christlich sind, kann das sein, dass die, ja, dass die schnell sich abspalten. Erhöhte Gefahr von Ketzereien, wenn der Eifer niedrig ist. Der Eifer ist bei 51%, das sollte im Moment kein Problem sein. Und kann Titel mit Landbesitz von feindseligen und bösen Ungläubigen aberkennen, ohne Tyrannei zu erhalten. Also wenn jetzt christliche Grafen hier wären, könnten wir denen das wegnehmen. Außerdem sind wir theokratisch. Das heißt einfach nur, dass es eben Reichspriester gibt, die dort herrschen. So, und dann gibt es Heiratsdoktrin, monogam, Haltung zu Bastardlegitimierung Legitimierung möglich, Ehescheidung erlaubt, Vetternehen sind Inzest, alles ab da. Das ist hier ist alles verboten, Hexerei und so weiter, Verwandtenmord, Klerusdoktrinen, Rekrutierung. Okay, das heißt, Mitglieder des Klerus können als Befehlshaber oder Champions dienen. Klerikale Ehen sind erlaubt, das ist noch wichtig. Klerikales Geschlecht beide, auch wichtig. Und klerikale Ernennung weltlich. Okay, das heißt, wir können unsere Leute selbst ernennen. Ah, okay, alles klar. Wir können unsere Priester entlassen. Das ist natürlich praktisch. Also, wenn uns die nicht mehr gefällt, nehmen wir einfach irgendjemand anderen. Die muss gar keine Priesterin wirklich sein. Also unsere Ratspriesterin gewissermaßen. Okay, gut. Soweit zum slowianskischen Glauben. Ich denke, das ist das Relevanteste. Ja, nochmal, wir haben eine heilige Stätte, die besitzen wir selbst. Das heißt, alle Slowiansker profitieren davon. Verschiffungskosten reduzieren sich. Das heißt, wenn man aufs Schiff geht, muss man normalerweise Gold bezahlen. Wir 25% weniger. Und unsere Rückzugsverluste sind geringer, was durchaus praktisch sein kann in Kriegen. So, jetzt war die Frage, was wir als nächstes tun wollen. Wir haben 200 Gold, das ist schon eine ganze Menge, aber ich werde ein bisschen aufsparen, weil im Fall eines Falles können wir hier dann noch Söldner ausheben. Die kosten 190 etwa, die 265 dann schon. Die sind häufig weggekauft dann im Laufe der Zeit. Wir brauchen echt eine relevante Kriegskasse, deswegen werde ich im Moment jetzt nichts weiter investieren. Aber wir hatten gesagt, wir werden jetzt auf eine Pilgerreise gehen. Ja, die heiligen Stätten sind Orte in unserer Welt, die den höchsten Mächten am nächsten sind. Sie selbst zu sehen beweist meine Ergebenheit als Slowianskaner. Okay, wir müssen 50 Gold mindestens bezahlen. Das kann man einmal nur 15, alle 15 Jahre machen. Wenn das wieder möglich ist, kannst du uns gern informieren. Wir gehen auf Pilgerreise und wir müssen entscheiden, wohin. Ich will gar nicht so weit gehen, das ist mir auch zu teuer. Wir wollen einfach nur in unserem Gebiet gewissermaßen den Tempel von Arkona besuchen. Das ist eine kurze Pilgerreise, die uns nur 50 Gold kostet. Das gehen wir jetzt mal an. So, wir reisen ab. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Ich werde zwar nicht lange weg sein, doch ich bete dennoch, dass dem Reich während meiner Abwesenheit nichts zustößt. Ja, es ist hoffentlich wirklich nicht so lange. Und vor allem hoffentlich greift uns bis dahin niemand an. So, was ist hier? Nachdenklichkeit. Manchmal schaue ich hier draußen spät nachts in die Sterne und ich denke nach. Kann mich das himmlische Auge überhaupt sehen, so weit weg von zu Hause? Wofür tue ich all das hier? Okay, wie reagieren wir darauf? Entweder ich tue es natürlich, weil die himmlischen Mächte es so wollen. Wir werden hingebungsvoller Pilger. Unsere Frömmigkeit erhöht sich. Wir sagen, in Wahrheit möchte ich ferne Länder sehen. Das würde uns Anspannung bringen. Oder hier geht es nur darum, den Schein zu wahren. Das ist interessant. Das ist insofern interessant, weil das jetzt genau zu unserer Motivation passt, ehrlich gesagt. Nämlich,
im Fall eines Falles dann doch zu wechseln. Und die Legitimität dafür holen wir uns durch diese Pilgerreise. Ich glaube, das machen wir. Schaut mal. Dieser Charakter hat dafür gesorgt, dass jeder weiß, wie fromm seine Pilgerreise war. Meinung, theokratischer Herrscher desselben Glaubens plus 15. Ja, okay, alles klar. Nur desselben Glaubens. Nehme ich aber trotzdem jetzt aus rollenspielerischen Gründen, passt das jetzt irgendwie ganz gut. Außerdem hilft uns das bei unserer Priesterin. Und, schaut mal, nebenbei ist noch was anderes passiert. Unsere Ehepartnerin fördert Theologen oder Priester. Und wir haben die Frömmigkeit schon, die wir brauchen. Egal, wir machen das trotzdem, ziehen das jetzt durch. Wow, unsere Gattin ist ja hier sehr einflussreich. Die ist ja auch religiöse Eiferin. Das passt ja sehr, sehr gut. Wir haben die heiligen Heide von Arkona erreicht. Während andere in Kirchen oder Moscheen beten, weiß ich, dass man die heiligsten aller Orte im offenen Wald findet, wo die nackten Füße von der weichen, nährenden Erde liebkost werden. Die alten Haine hier sind besonders altehrwürdig und als ich inmitten der mächtigen Bäume stehe, grüble ich nach über meinen Platz in der natürlichen Welt. Wir haben den heiligen Pfad beschritten, kriegen nochmal 250. Ja, und damit war das, würde ich sagen, eine erfolgreiche und kurze Pilgerreise. Wir kehren zurück. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Schretschi und Volkvi doch ein wenig anders. Wer ist denn Schretschi und Volkvi? Sind das irgendwie Götter? Oder sind das Vasallen, von denen ich nichts weiß? Unsere Kinder sind es zumindest nicht. Wartet mal, das gucken wir uns kurz mal an. Am Hof? Was meint er damit? Ich habe keine Peilung. Naja, ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Hä? Von wem redet er? Sind das Ratsmitglieder? Budivoj? Bretislav? Prübislav? Dobronjega? Sehr merkwürdig. Gut, auf jeden Fall, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Sehr gut. So, damit haben wir unser erstes Ziel erreicht, nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, jederzeit, wenn wir das denn wollen, zum Katholizismus, zum Christentum zu wechseln. So, jetzt können wir mal ein bisschen nachdenken. Also, wir haben ja hier eigentlich das Bündnis. Also, gibt es Möglichkeit, jetzt noch irgendwie stärker zu werden? Gibt es Möglichkeit, irgendwo zu expandieren? Ins Heilige Römische Reich, glaube ich, da haben wir keine Chance. Da brauchen wir uns nicht drauf vorbereiten. Da können wir froh sein, wenn die uns irgendwie vergessen. 6000 Mann sind hier und wir können jetzt nicht auch einfach irgendwie Nachbarherzog angreifen. Wir gucken mal. Das ist Herzog Ordulf, der hat 2200. Damit kämen wir vielleicht zurecht, aber natürlich wären wir bei einer Kriegserklärung mit dem ganzen Heiligen Römischen Reich im Krieg. Insofern ist das keine Option. Dänemark wiederum, 3300, das ist jetzt gar nicht so viel. Die haben aber Verbündete, den König von Schweden mit 2300 und den Kaiser. Oh mein Gott, die haben ins Kaiserreich. Okay, alles klar. Damit hat sich auch diese Sache erledigt. Ja, und hier sind wir verbündet. Die Frage ist, ob wir uns nicht zumindest etwas in der Hinterhand behalten wollen oder organisieren wollen, im Falle eines Falles, dass wir vielleicht doch hier attackieren können, rechtmäßig. Die Frage ist, was wäre denn ein attraktives Ziel? Die Grafschaft Prenzlau? Tschetschen oder Wollin. Hier gibt es immerhin drei Domänen schon. Ja. Finde ich fast noch am attraktivsten. Okay, dann machen wir tatsächlich jetzt mal Folgendes. Dann werden wir mal unseren Rat aufrufen und werden Gertruda sagen, dass sie bitte heimlich, möglichst heimlich, einen Anspruch auf Wollin fungieren soll. Okay, das wird jetzt seine Zeit dauern. So, und dann ist die Frage, wir haben ja die Möglichkeit zu plündern. Unsere Nachbarn, das will ich nicht in Frage kommen lassen, also die Pommern auch nicht, aber wie wäre es vielleicht hier im fernen Preußen? Schaut mal, wenn wir hier mal reingehen, dann sehen wir
Beute 19. Oh, hier findet gerade ein Überfall. Schaut mal, hier sind auch Überfälle haben schon stattgefunden. Hier passiert also ein bisschen was. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Wir versuchen das mal. Vielleicht, wir sind ja gierig, da passt das auf jeden Fall, so einen Beutezug zu unternehmen. Wir werden mal unsere Truppen als Räuber ausheben. So, und werden die mal dorthin schicken. Mal gucken, was wir dort erreichen können. So, 1500 Mann. Bringen wir mal dorthin, beziehungsweise vielleicht erstmal hierhin. Aber wir erleiden hier Zermürbung. Das ist interessant, weil ich weiß zum Beispiel nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet dort es zu Zermürbung kommt. Die Versorgungsschwelle liegt bei 3200. Eigentlich dürfte es nicht sein. Aber okay, wir haben eben auch einen Weg gesehen, wo es zu keiner Zermürbung kommt, wenn wir an der Küste entlang uns bewegen. Falls wir jetzt wieder erwarten, angegriffen werden, schicken wir einfach unsere Einheiten, unsere Truppen zurück, müssen sie aus dem Plündermodus rausnehmen und sind dann durchaus kampf- und handlungsfähig. Vielleicht ist es so, dass die Versorgungsschwelle reduziert ist im fremden Gebiet. Ich überlege kurz, wo mir das angezeigt werden würde. Ne, hier ist die normale Versorgungsschwelle. Oder haben wir irgendwie ein bestimmtes Gewicht? Zumal wir ja selber auch noch Logistiker sind. Oh, wir führen übrigens die persönlich an. Wollen wir das eigentlich? Wir können das auch ändern. Aber nein, warum nicht eigentlich? Das ist eine Sache, wo wir sicher mit dabei sind. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, okay, alles klar. Es geht tatsächlich los. Uns wird der Krieg erklärt. Und zwar. Und zwar ernsthaft mit 12.000 Mann. Das heißt, er holt seine gesamten Verbündeten vermutlich mit herein. Sie wollen unsere Hauptgrafschaft Obotritia. Der dänische König. Ja, von der Vorgeschichte her sehr nachvollziehbar, weil das war der Schwiegervater von Gottschalk, der in unserer Rebellion gewissermaßen getötet wurde. Ja, toll. Alles klar. Was machen wir denn jetzt? Also, ich sag mal so, wir gucken mal. Vielleicht kommen ja die Verbündeten nicht mit dazu. Wir können es auf jeden Fall erstmal probieren. Wir machen mal ein bisschen langsamer, sammeln die Truppen. Und ansonsten ziehen wir jetzt. Kann es sein, dass wir jetzt sozusagen die Notlösung jetzt tatsächlich Notbremse schon nutzen? Wir müssen auf jeden Fall erstmal zurückmarschieren. Die Preußen wollen uns möglicherweise hier. Schaut mal, die wollen uns möglicherweise überfallen. Blöd ist, dass wir jetzt noch im Plündermodus sind. Das müssen wir irgendwie ändern. Wollen die jetzt echt zu uns marschieren? Haben die. Ne, die plündern dort jetzt. Ne, die haben sich jetzt aufgelöst. Okay, wir sind jetzt hier. Armee auflösen, neue Armee. Sind wir jetzt. Ah, ich glaube, wir sind nicht mehr im Plündermodus. Weil ich sehe die Flammen nicht mehr. Wir sind jetzt ganz normal. Wir sind zurückgekehrt. Wir haben nichts geplündert, aber sind bereit, würde ich mal sagen. Wir gehen mal wie geplant in irgendeinen Wald und warten mal, was uns jetzt hier entgegengeworfen wird. Im Moment ist es nur er. Im Moment ist es nur er. Er hat seine Verbündeten noch nicht mobilisiert. Wir aber wiederum müssen eigentlich. Warte mal. Ist jetzt unser Verbündeter schon mit im Krieg? Wir gucken uns mal die Kriegsübersicht an. Verbündeter. Nee. Ja, das ist aber. Warum? Okay, das müssen wir natürlich dringend tun. Graf Svitibor. Hilf uns! 1000 Mann, die können wir gut gebrauchen. In den Krieg rufen. Er wird natürlich annehmen. Okay, alles klar. Dann hoffen wir, dass die 1000 Mann dann auch kommen und rechtzeitig da sind. Ja, natürlich wird er sich anschließen. Alles klar, sehr gut. Der ist jetzt mit im Krieg. Da kommen sie, die 1000 Mann. Und da kommen 3299 Mann. Und der Kaiser ist tatsächlich auch mit beigetreten. Kaiser Heinrich IV. Okay. Das ist der Moment, den ich jetzt die ganze Zeit gefürchtet habe. Mit seinen. Okay, 8500 Mann sind jetzt auf der Gegenseite.
Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich mit unserem Geld tatsächlich versuchen, Söldner zu holen, aber am Ende, wenn es eh sehr unwahrscheinlich ist, dass wir gewinnen, lohnt sich das, dass wir das tun? Sollten wir im Übrigen jetzt an der Spitze der Armee sein? Ich würde mal sagen, wir halten uns mal hier zurück. Wir gehen mal dorthin und schauen mal, wann unsere Verbündeten da sind. Thaddäus wird erwachsen. Okay. Ich bin stolz darauf, meinen Sohn nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsenen zu sehen. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Thaddäus, das kaum ein natürliches Talent für die Kriegskunst zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Er hat großes Geschick bei Schlachttaktiken und der Verwaltung von Armeen bewiesen. Eines Tages wird ein guter Befehlshaber aus ihm werden, da bin ich mir sicher. Okay, er wird fähiger Taktiker, das heißt 3 Sterne Kriegskunst, das ist schon ganz gut. Und er wird leichtsinnig. Das ist, na, eine schwierige Eigenschaft. Also die erhöht die Extreme sozusagen. Er kann ganz schlecht in der Schlacht sein, er kann auch super gut sein, wenn man Glück hat. Also der Glücksfaktor wird durch diese Eigenschaft erhöht. Okay. Ja, hilft uns jetzt natürlich gar nichts. Sehen wir schon, wo die Truppen des Kaisers sind? Oder sind die durch Fog of War verborgen? So, da kommen 2 verschiedene. Wo kommt jetzt unser Verbündeter? Ach, der kommt mit den Schiffen. Also ohne den können wir hier gar nichts erreichen. Ja, ich bin so ein bisschen am Zweifeln, ob wir vielleicht. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir wechseln jetzt einfach die Religion, dann ist der Kriegsgrund weg. Oder. Halt, wir können den Herzog in den Krieg rufen. Ach Quatsch, wir können ihn in den Krieg erklären. Okay, alles klar, das habe ich falsch interpretiert. Das ist natürlich Unsinn. Ja, wir können konvertieren. Das wird uns hier natürlich auch gesagt. Erbe ist nicht vermählt, das ist jetzt ein Problem, das wir nicht lösen können. Wir lassen noch mal ein bisschen weiter laufen und warten mal, wo die hinmarschieren. Okay, nach Ratzeburg. Vermutlich wollen sie dann gleich Wismar belagern. Wir warten mal auf unseren Verbündeten, was der jetzt tut. Ja, der geht. Ach, der will dort. Okay, der will dort die Hauptstadt belagern. Ist das eine kluge Sache? Ich meinte, vielleicht können wir Folgendes machen. Vielleicht sind die dadurch abgelenkt, diese 2. Armee. Und wir nutzen dann die Gelegenheit, um hier diese Schlacht zu schlagen. Gegen diese Truppe. Gegen Svend persönlich. Vielleicht haben wir Glück mit dem Heimvorteil. Okay, der haut jetzt wieder ab. Okay, er greift uns direkt an. Ah, es wäre schön, wenn du uns im Wald angreifen würdest. Wir gehen mal noch dahin. Wir müssen jetzt taktieren, Leute. So schnell geben wir nicht auf. So, der ist auf jeden Fall mal weg. Kommt allerdings gleich wieder. Okay, das wird nichts mit dem Waldangriff. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir ihn stellen, bevor der dann da ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir warten lieber hier nochmal auf unseren Verbündeten, dann agiert sich das besser. Ja, die gehen zusammen. Okay. Zusätzliche Steuern. Sehr gut. Kleines Event unseres Ratsverwalters. 55 Gold haben wir dadurch bekommen. Und wir haben Anspannung verloren, weil wir gierig sind. Deswegen entspannt uns Gold. Das ist natürlich sehr cool. Sehr schön, hervorragend. Also geldtechnisch geht es uns jetzt eigentlich gut. Er ist nur die Frage. Also ich scheue mich ein bisschen davor. Wir gucken mal, ist das Heilige Römische Reich in einen anderen Krieg verwickelt? Ja, sind sie. Was ist das denn das? Es gibt einen slowjanskischen Polabenaufstand. Pribislav, ein Volksaufstand in diesem Gebiet offenbar. Möglicherweise sind sie dadurch abgelenkt.
Okay, wisst ihr was? Dann jetzt setzen wir es zum. Also, wir sollten es zumindest probieren, ne? Dann machen wir mal Folgendes. Ich werde mal diesen Sammelpunkt kurz mal verlegen. Hier hätten. So. Und dann werde ich jetzt tatsächlich Söldner rufen. Und die Frage ist, welche? Die Hansegarde, den preußischen Trupp, thüringische Klingen mit einer leichten Reiterei. Sie kontert Bogenschütze. Wir gucken mal, was der Gegner hier hat. Was hat er für Truppen? Der hat gar keine Spezialtruppen. Doch, der hat 100 leichte Plänkler. Und hier, okay, das ist das Einzige. Und die sind gut gegen Plänkler und vor allem gut im Gelände. Ich würde sagen, tatsächlich, wir holen uns die Hansegarde. Hauptmann Dohna ist allerdings richtig schlecht. Der ist deutlich besser. Ist auch noch ein Waldkämpfer. Dazu, den werden wir anwerben. Für 192 Gold. Wir geben jetzt das Gold aus. So. Und jetzt müssen sie natürlich noch irgendwie ausgehoben werden. Bin mir gar nicht sicher. Müssen wir ihm das zusätzlich sagen oder sind sie jetzt da? Sie sind, glaube ich, direkt da. Sehr gut. Dann kommt jetzt zu uns. Dann warten wir auf die Verbündeten und dann gucken wir mal, ob wir nicht hier doch noch eine Schlacht gewinnen und uns nicht ganz so kampflos jetzt hier aufgeben. Die verschwinden jetzt schon wieder. Wir haben auf jeden Fall schon mal 3200 Mann. Die Verbündeten agieren übrigens ziemlich klug, wie ich finde. Da kann man echt nicht meckern. Die kommen uns jetzt nämlich immer nach. Der haut schon wieder ab. Das ist die perfekte Gelegenheit, jetzt in die Schlacht zu gehen, Leute. Ah! Aber er ist doch nicht weggegangen. Ja, fliehen die jetzt vor uns oder was? Wir versuchen mal hier die Schlacht im Wald zu provozieren. Unser Verbündeter folgt zum Glück. Gertrude haben wir nicht beeinflusst. Und da kommt es jetzt zur Schlacht. Ah, ich bin gespannt. Sehen wir schon kaiserliche Truppen? Sehen wir noch nicht. Na gut. Unser Verbündeter ist leider ein bisschen langsamer. Wir werden jetzt zuerst in die Schlacht kommen und er kommt nach, aber das ist egal. So, jetzt schauen wir uns die Schlacht mal ganz genau an, was hier passiert. Im Moment 2261. Wir haben Vorteil gegen dieses leichte Fußvolk. Wir haben ein plus 23 Vorteil. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Wir bekommen den Kampfbonus von unreformierten Heiden. Kriegsführung 20. Führt eigene Truppen an, wegen unserer Eigenschaft und geheiligte Natur. Und er hat nur halt. Also insgesamt haben wir 40, er hat 17, die Differenz sind 23. Das heißt, unser Schaden steigt um 46%. Und das ist krass. Ich hoffe, dass uns das jetzt wirklich entscheidend hilft. Vor allem jetzt, wenn noch unsere Verstärkung jetzt kommt. Wo sind es im Vorgeplänkel? Oh, unser Bürgermeister wurde verstümmelt im Kampf jetzt. Die Schlacht von Suarin. Unser Champion wurde verwundet. Das ist schlecht, wenn unsere Ritter jetzt hier möglicherweise sterben. So, wir sind jetzt zahlenmäßig überlegen. Haben auch definitiv den Kampfvorteil. Das kann jetzt durch schlechte Würfe kommen. Hier 0-10. Oh nein. Sowas muss natürlich jetzt passieren, ne? 0-10 Würfel. Großartig. Der nächste Champion von uns wurde verwundet. Das ist sehr, sehr schlecht. Da können auch Leute sterben. Der nächste. Aber Leute, wir gewinnen diese Schlacht. Die Champions haben sich nicht gut geschlagen. 10-0 übrigens jetzt auch mal. Und wir konnten einen gegnerischen Bürgermeister töten. So, hervorragend. Wir haben gewonnen. Wir haben diese erste Schlacht gewonnen. Großartig. Der Sieg auf unserer Seite. Das können wir uns jetzt auch nochmal genauer angucken. Das bringt uns zu Ruhm, Hingabe und Kriegspunkte. Und wir können sogar sehen, welche Truppentypen wie viel Schaden gemacht haben und erlitten haben. Und wir sehen, dass die Bogenschützen 383 Verluste. Wow, die waren richtig gut jetzt in dieser Situation. Gott sei Dank keine Champions verloren. Auf der Gegenseite zwei sind sogar weggegangen. Sehr cool. Okay. Liebe Leute, wer hätte das gedacht? Wir können hier noch ein bisschen standhalten. Das Problem ist, wenn das Heilige Römische Reich kommt, wenn
wenn hier Heinrich kommt, Heinrich der Vierte, dann haben wir keine Chance gegen 6000 Mann. Und dann müssen wir die Notbremse ziehen. Dann werden wir christlich werden. Vielleicht ist es nicht nötig, vielleicht doch. Warten wir es ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die morgen kommen wird. Ich werde jetzt aufgrund der ersten Release-Woche 2 Folgen täglich Crusader Kings 3 bringen. Schaut bitte in den Programmkalender, Link in jeder Videobeschreibung, wann die genau laufen werden. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwald.